Beim Cavallo Cup steht nicht die sportliche Leistung im Vordergrund. Hier zählt die Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Die Pferde und ihre Besitzer sollen an diesem Wochenende auf der Equitana nicht mit sportlichen Höchstleistungen glänzen. Die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Cavallo ist eines der in der Reitsportszene bekannten Gesichter, die in der Jury für den Cavallo Cup sitzen. Es ging uns bei diesem Cup ganz zu oberst um das Ziel, Harmonie zwischen Reiter und Pferd zu zeigen. Das ist ja auch das, was wir in unserem Heft jeden Monat auch wieder darstellen. Und das in eine Eventform, in die Form eines Wettbewerbs zu packen, das war uns ganz wichtig. Alle Teilnehmer haben sich kreative Aufgaben ausgedacht, die sie nun mit ihren vierbeinigen Freizeitpartnern vorführen. Dabei beachtet jeder Reiter individuelle Aspekte. Also ich versuche selber möglichst ruhig zu werden. Er orientiert sich immer sehr an mir. Und wenn ich ruhig bin, dann ist er auch aufmerksam und macht mit. Und wenn ich halt aufgeregt bin, dann ist er eher schon mal stur und streikt. Und sonst, während der Vorführung muss man halt einfach kreativ sein. Wenn irgendwas nicht so klappt, dann muss man halt einfach was anderes machen. Mit Kreativität, Motivation und Individualität beeindrucken die Teilnehmer die Zuschauermassen. Bei der Bewertung legt die Jury Wert auf einen ganz besonders wichtigen Aspekt. In der Jury wurde natürlich vor allem darauf geachtet, dass die Pferde auch tatsächlich vielseitig vorgestellt werden. Denn das war auch eines unserer wichtigen Ziele bei diesem Cup. Nicht nur Spezialisten, die mit Scheuklappen durch die Gegend rennen und nur Dressur, nur Springen, nur Geländereiten oder nur Bodenarbeit können, sondern dass wirklich alles dabei ist. Das Vertrauen zwischen Pferd und Reiter ist hier gut zu erkennen. Damit eine solche Vorführung gelingt, gibt die Gewinnerin des Cups wertvolle Tipps. Wenn man sehr oft das Gleiche übt, dann sind die nicht mehr so kreativ und ja, dann wird es irgendwann langweilig. Und je mehr Abwechslung man macht, desto besser macht das Pferd mit und desto vielseitiger kann man die Pferde ja auch gymnastizieren. Also nicht nur für den Kopf gut, sondern auch für den Körper. Auch die Jury präsentierte sich auf der Equitana zu Pferd. Ute Holm ist erfolgreiche Cutting-Reiterin und erklärt, worauf es ihr ankommt. Für mich als Pferdemensch ist das Pferd ein Partner. Natürlich bin ich Sportreiter, aber ich denke, der Partnerteil im Pferd, der wird einfach so gern vergessen irgendwann mal. Und es ist für mich extrem wichtig, dass das Pferd Spaß daran hat, dass das Pferd irgendwo noch zeigt, dass alles in Harmonie geht und trotzdem auch bereit ist, ein bisschen Leistung für den Reiter zu bringen. Der Cavallo Cup überzeugt die einzelnen Teilnehmer ebenso wie die Zuschauer. Gerade wenn man weiterkommt, dann werden viele Reiter ja sehr ehrgeizig und verbissen. Und ich finde, da sollte man immer noch den Spaß behalten. Und das fand ich bei diesem Wettbewerb halt besonders gut. Das hat mich besonders angesprochen. Und da wir ihn ja sowieso immer vielseitig ausgebildet haben, hat das ja auch gepasst. Die Siegerin des Wettbewerbs ist glücklich, dass alles trotz Nervosität reibungslos geklappt hat. Wir waren natürlich beide aufgeregt. Ich bin dann immer etwas zappelig und er wird dann eher etwas stur. Aber ja, das war jetzt das erste Mal, dass wir vor so großem Publikum waren und dafür ist es super gelaufen. Maike Böttcher mit Timo. Alle Finalisten des Cups werden nach ihren Vorführungen in einer Siegerehrung für ihre Leistungen und ihre Mühen belohnt. Wir sahen ein ausgezeichnetes Vertrauensverhältnis von Leitern. Ich bin ganz glücklich, dass die spezifischen Eigenarten der klassischen Reiterei gerade bei der Siegerin gut erkennbar waren. Und zwar Vertrauen, Gehorsam und Gleichgewicht. Der Cavallo Cup war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg und geht 2013 in die nächste Runde.